Aber im Moment müsst ihr ausharren und mir beim Suchen zuschauen. Nee, aber wie gesagt, also so lange... Das ist das, nach was ich suche. Ist zwar jetzt nicht unbedingt das... Doch, Small Bismuthinit. Das ist eines davon. Sehr schön. Dann setze ich mir hier jetzt mal eine Markierung hin. Und werde jetzt mal genau... Zack, da ist das nächste. Jetzt nehmen wir mal die umliegenden. Sehr schön. Da ist noch eins. Wie sieht's da aus? Ne, da war wieder nix. Ah, ist das? Ja, es ist immer noch das gleiche. Super. Da ist noch eins. Na, die Warterei hat sich doch gelohnt. Ja, ich brauche jetzt insgesamt 16 bis 20 Stück von diesen, um praktisch so das erste, eine Keramikschale damit voll zu kriegen. Was mir aber hier die Steine im Moment verraten, ist, dass hier in dem Bereich ein etwas größeres Vorkommen sein könnte. Und deswegen habe ich mir da die Steinchen hingesetzt mit einer Fackel drauf, dass ich das auch jeden Fall wiederfinde. Und dann, wenn ich das geeignete Werkzeug dafür habe, dann mal unter Tage gehen kann. Und, na, ein paar Knochen, sehr schön. Zack, da ist wieder eins. Da nicht, da auch nicht. Ein paar Schweine, ein paar Schafe. Da ist auch wieder eins. Na? Sehr schön. Also hier scheint an der Stelle ein echt größeres Vorkommen zu sein. Oder kleinere Vorkommen im größeren Abstand. Aber das sehen wir dann später, wenn wir unter Tage gehen. Ob da kleinere Vorkommen sind im größeren Abstand oder ob das ein großes Vorkommen ist. Jetzt erzählen wir nicht, dass es gleich schon wieder dunkel wird. Ja, ja. So, wie viel haben wir dann jetzt eigentlich? 11 Stück, das reicht noch lange nicht. Da haben wir noch einen. Komm her. Hinter dem Stein zu verstecken, bringt dir eh nichts. Was ich ja auch noch zeitgleich am Suchen bin, wie gesagt, das sind hier die kleinen Säckchen mit Samen drin, wo ich dann... zack. Da setzen wir auch mal eine Fackel drauf, die ich dann später anpflanzen kann, um meine... Getreide und so weiter zu bewirten oder ja, Landwirtschaft zu betreiben, um dann mir später die Schweine, Schafe und so weiter zu ziehen, um denen dann später das Fell über die Ohren zu ziehen. Und bis dahin dauert es aber noch ein bisschen, bis das soweit ist, denn auch das ist hier in Terra Firma Craft, TFC, wie es liebevoll genannt wird, auch ein wenig anders da. Es gibt hier Jahreszeiten, wenn ich die Taste N drücke, dann sehe ich, in was für eine Saison ich mich befinde, was für einen Tag wir haben, was für ein Datum und was für eine Uhrzeit. Und das ist zeitgleich auch ausschlaggebend. Boah, jetzt ist aber
Ich habe heute einen ganzen Tag schon so eine so einen Knoten in der Zunge. Nee, das ist da dafür ausschlaggebend, wie lange die einzelnen Sachen brauchen, bis die gewachsen sind. Und das dauert seine Zeit, bis das soweit ist. Von daher, es macht um einiges Spaß, diesen Mod zu spielen, weil er halt sich von dem normalen Minecraft komplett abhebt. Und hier scheint echt ein größeres Vorkommen zu sein. Das ist richtig gut. Ja, da ist wieder einer. Da ist noch eins. Sehr schön. Gucken wir mal da. Tatsache, da ist auch wieder einer. Hallo, Herr Mond. Wie viel haben wir denn jetzt? 16, 3, 19. Dürfte ja sogar fast reichen. Nummer 20. Also die Stelle hier muss ich mir auf jeden Fall merken. Weil so viele in dem kleinen Abstand bedeutet eigentlich meistens ein größeres Vorkommen unten drunter. Zack, da ist wieder eins gewesen. Und die Schafe werde ich jetzt noch nicht zerlegen, denn ich möchte den, ja wie gesagt, die volle abziehen, um mir daraus ein Bett zu machen. Zeitgleich möchte ich aber, dass die Schäfchen noch leben bleiben. Bringt mir ja nichts, wenn ich sie umgebracht habe. Guten Tag. Ach, gleich zwei Stück von euch. Ihr habt's ja wieder. Ja, ja. Komm, zieh an. Es ist auch, wie ihr gerade seht, um einiges schwerer hier mit den Standardsachen. Quatsch, mit den Standardsachen hier, mit einem Messer oder so, die Spinnen und so weiter umzubringen. Die brauchen um einiges, na toll. You died. Nein, die brauchen um einiges mehr Schläge als einem lieb ist. Jetzt habe ich im Moment aber das Problem, ihr seht schon den ersten Mod, den ich meine. Dementsprechend kann ich ihn eigentlich auch gleich zeigen. Und zwar habe ich mir die Minimap installiert. Verschwinde, du. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Komm, zisch ab. Geh schlafen oder mach sonst irgendwas. Ack. Habe ich den jetzt angeguckt? Nein, ich habe ihn Gott sei Dank nicht angeguckt. Ja, ach Mann. Erschieß mich, komm schon. Ja, ich weiß, du hast mich unheimlich gerne und magst mich unheimlich. Ja, toll. Komm, zack, zack. Stirb. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ah, okay. Kann ich jetzt nur noch von unten auf dich draufschlagen, oder was? Mann! Multikill! Scheißvieh! Komm, stirb jetzt endlich mal, es wird langsam langweilig. Die Leute lachen sich schon kaputt. Stirb! Hopp! Monsterkill! Also wie oft sind wir jetzt gestorben? 1, 2, 3, 4 und 5. Okay. Zack, Nummer 6. Und die Spinne hat ihren Spaß. Ich glaube, ich warte am liebsten bis zum Tag. So, jetzt werde ich aber erst mal hier die
die ganzen Wickpunkte hier rausnehmen, weil ich brauche sie echt nicht direkt vor meiner Nase. Zack. Zurück, Exit. Nee, ich habe hier, wie gesagt, die Minimap drinne, um mir hier die Landschaft anzugucken und um mir später mal wichtige Sachen mit Wegpunkten zu setzen, um die dann später eventuell wieder zu finden, sofern ich dann so schlau war und habe einen Wegpunkt gesetzt. Ja, lass mich gehen, ey, komm, verschwind, geh kuscheln oder mach sonst irgendwas. Ich hau dich hier mit dem Samensäckchen platt, bis du platzt. Komm, zieh ab. Ich könnte mal irgendwie, wo ist denn mein Messer eigentlich? Das müsste doch eigentlich hier irgendwo, zank. Ich hab's ja gerade erst weggemacht. Das ist nicht wahr, du Mistvieh. Oh, jetzt reicht's mir echt. Das glaube ich einfach nicht. Gibt's hier vielleicht... Warte mal, ein Skelett in Verbindung mit einer Spinne? Nee, dann habe ich nachher das Skelett wieder auf dem Hals sitzen. Ich könnte einen Creeper gebrauchen oder so. Guck nicht so. Vergiss es. Lass mich in Ruhe. Ich verstecke mich jetzt hinten. So viel zu dem Thema. Komm. Schieb ab. Ja, versteck dich hinter dem Baum oder mach sonst irgendwas. Aber lass mich in... Hast dir einen Aussichtspunkt gesucht, hä? Ich tue mal so, als wäre ich nicht mehr da und bei nächster Gelegenheit springe ich dir ins Genick. Pam! Jetzt hockt die da oben. Ich glaube, ich breche ab. Jetzt brauche ich erstmal was zu essen. Das war ja jetzt hier voller Misserfolg gerade. Was? Nix da. Ich glaube, ich... Och, Leute. Das darf nicht wahr sein. Ja, brennen. Genau. Schön, dass es morgen ist und wir endlich mal wieder der Normalität entgegensehen können. Nee, wie gesagt, also hier ist es etwas schwieriger in der Anfangsphase, sich gegen die Monster durchzusetzen, weil man halt... Dankeschön. Weil man halt nicht die richtigen Waffen hat, wie man sie normalerweise hätte. Schwert und so weiter. Aber die kann man sich ja dann so nach und nach dann zurecht zimmern. So, wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich meine, die Spinne sitzt da oben drin auf ihrem Aussichtspunkt und lacht sich wahrscheinlich jetzt einen Arsch ab, dass sie mich erfolgreich umgebracht hat. So. Der Creeper hat hier ein kleines Loch in den Boden gerissen. Das ist auch hier so ein kleiner Unterschied gegenüber dem normalen Minecraft. Der macht unterschiedlich viel Schaden. Also der Schaden ist nicht immer gleich. So habe ich jedenfalls das Gefühl. Was ist mit dir? Bleibst du da oben sitzen? Jo. Sie bleibt sitzen. Das Ei nehme ich mir mal mit. Und dann gehe ich wieder in meine kleine Hütte hier und verbarrikadiere mich erstmal. Ich habe nämlich jetzt gerade erst einmal die Nase voll von ungebetenem Besuch. Jetzt werde ich mir erst einmal ein bisschen Fleisch putzeln. Wo ist mein Feuerstarter? Den hat es zerlegt. Auch nicht schlecht. So, einmal an. Ach, Quatsch, den hat's nicht zerlegt, der ist da drin. Ach ja, okay. Ja, ich würde einfach sagen, an der Stelle, ich mach mal eine kleine Aufnahmepause, brutzel mir hier das Fleisch in Abwesenheit von euch zurecht, bereite mich dann so auf die
Nächste Erkundungstour vor, beziehungsweise wir könnten eigentlich auch das Ganze ja erstmal schmelzen. Ich weiß nur nicht, ob die Hitze hier damit ausreicht. Hickory. Das ist nämlich auch noch sowas. Die Bäume haben unterschiedliche Brenngrade. Na toll. Ach Gott, bist du schlau. Steine gesetzt, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, wir müssen wohl oder übel uns jetzt erst einmal eine Spitzhacke brennen. Sonst kommen wir hier nämlich nicht mehr raus aus der ganzen Geschichte. Mit Lehm mache ich mir Keramikschalen, die kann ich wiederum hier in dem Feuer zurechtputzeln. Und während das Ganze hier warm wird, werde ich mal kurz ein kleines Schlückchen trinken. Und darauf warten, dass meine Keramikschale fertig gebrannt ist. Richtig heiß. Knallrot? Nee, doch Faint Red müsste knallrot sein, oder? So, die packe ich jetzt mal hier rüber. Zwischenzeitlich repariere ich mal meine Schaufel. Ordne mich mal wieder ein wenig von meinem Inventar her. Mein Messer, das war da. Die Schaufel war da. Die Axt war da. Das geht dahin, das geht dahin. Boah, ich sollte vielleicht Blümchenpflücker werden. So viele Blumen habe ich noch nie in einer Nacht gesammelt. Okay, wie sieht's aus? Ja. Das gefällt mir auch. So, jetzt schmeißen wir mal das Zeug da rein. Und dann wollen wir das Ganze mal schmelzen. Und wenn wir das dann... Nein, ich komme ja trotzdem nicht raus. Ich habe ja gar kein Tintenfass bei mir und kein Bauplan-Table. Kein Sch Zeichentisch. Arg. Na gut, dann muss ich mich eben halt hier durch die Erde durchbündeln, aber das macht ja nichts. Ich würde vorschlagen, da das hier ein wenig länger dauert, bis das Ganze hier wirklich geschmolzen ist, mache ich mal eine kleine Aufnahmepause und werde das Ganze hier durchschmelzen. Und dann werde ich die Aufnahme dann wieder aufnehmen an der Stelle. Dann würde ich sagen, bis gleich.